So, wir sind jetzt in der Poldi-Spalte angekommen. Ein wunderschöner Teil der Schönsteinhöhle, der eigentlich relativ leicht zu begehen ist. Seht ihr gleich einen der schönsten Tropfsteine hier. Da ist die Conny neben dieser riesigen Säule. So, und jetzt gehen wir gleich noch in einen sehr schönen Teil der Poldi-Spalte, wo es tolle Wasserbecken gibt. Jetzt müssen wir erst kurz über den Abgrund hier rüber. Vorsichtig an der Seite entlang. Ich würde lieber außenrum gehen im Zweifelsfall. Und jetzt geht's zu den Sinterbänken. Conny ist heute klar ein Vorteil, wenn sie hat Gummistiefel an. So, und jetzt werde ich hier gleich mal hinterher gehen. Und sie ist dann nämlich jetzt verschwunden.